2018 will Atari seine Wiedergeburt feiern. Das vor allem in den 80ern populäre Unternehmen plant Anfang des Jahres eine neue Konsole auf den Markt zu bringen. Noch ist nicht allzu viel über die Atari Box bekannt. In Kürze beginnt aber bereits die Vorbestellung. Das Unternehmen hat nun Fans kontaktiert, die sich per Mail auf der Warteliste eingetragen haben. Die Vorbestellung beginnt ab heute. 250 bis 300 US-Dollar soll die neue Konsole kosten. Frühbesteller lockt das Unternehmen mit einer Preisreduktion. Der genaue Marktstart ist noch nicht bekannt. Atari will mit der Konsole Retro-Fans ansprechen, aber nicht ausschließlich. Anders als etwa Nintendo Classic Mini oder der C64 Mini sollen auf der Atari-Box nicht ausschließlich Retro-Games laufen. Der Hersteller verspricht auch neue Indie-Titel. Die Konsole basiert auf Linux, wird Streaming unterstützen und mit einem angepassten AMD Radeon-Prozessor laufen. Games, die starke Hardware erfordern, sind laut bisherigen Informationen nicht für die Konsole geeinigt. Welche Spiele für diese Konsole erhältlich sein werden, ist auch noch nicht bekannt. Naja, also heißt es abwarten und hoffen, dass Atari den Wiederaufstieg schafft. Ja Leute, da sind wir auch schon wieder am Ende. Wenn ihr jetzt Lust auf mehr habt, dann einfach hier klicken. Ansonsten war's das für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.